Und Action. Okay. Hallo, ja, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid am Sonntag, am schönen Sonntagmorgen. Data API-Driven Erweiterung, da möchte ich drüber reden. Lassen Sie einfach anfangen. So, also zunächst mal, ich bin ein bisschen älter und das erlaubt es mir, dass ich einen verklärten Blick auch ein bisschen habe und kann sagen, früher war irgendwie alles besser. Unsere Programme, die liefen noch alle so schön sequenziell nacheinander. Da konnte man wirklich gut nachvollziehen, was da passiert. Und ja, das war einfach schön. Alles sequenziell. Es ging los mit Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, diese ganzen Sachen mit Objektorientierung und diese Sachen, die brauchten wir alle gar nicht, das funktionierte. Wir haben noch in Fortran 77 programmiert und das Schöne an Fortran 77 versteht man nur dann, wenn man Elektrotechnik studiert, weil da kann man nämlich wunderschön mit komplexen Zahlen arbeiten, aber das ist ein vorheriges Leben gewesen. So, wenn wir jetzt die Objektorientierung wieder zulassen, dann sind wir im Grunde genommen bei Joomla. So funktioniert Joomla. Wir haben eine quasi Eingabe, da wird was verarbeitet und da kommt was zurück. So funktioniert das. Gucken wir mal so ein bisschen genauer, wie das denn aussieht. Also Joomla, man sieht hier 81,5% sind PHP, das heißt, das läuft wirklich auf dem Server. Dann haben wir 10,8% JavaScript. Neuerdings kann das auch auf dem Server laufen, aber läuft meistens auf dem Client und davon sind eben genau 8,25478% nur Bibliotheken, um Selectboxen schöner zu machen. Bisschen CSS haben wir noch und wer hätte das gedacht? Also, wir haben sogar 0,1% HTML. Das ist zumindest das, was bei Git rauskommt. Für ein Content-Management-System, was HTML eigentlich rauswirft, ist das irgendwie doch komisch. Finde ich zumindest. Aber egal. So, nein, ich bin nicht euer Vater. Irgendwie bin ich auch so ein bisschen ein Nerd. Das ist zumindest der neudeutsche Begriff dazu. Früher hätte man dazu gesagt, man ist irgendwie technologisch interessiert. Und ehrlich gesagt, ich finde, das ist auch das Schöne an dem Job, wenn man Webdeveloper, Designer, jetzt bin ich ja nicht, aber bestimmt auch, wenn man Developer insgesamt ist. Ist ja das Schöne, dass man sich immer wieder mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen kann, mit neuen Technologien. Und das finde ich eigentlich persönlich ist das Schönste an unserem Job. Also, was ist denn jetzt so in der letzten Zeit passiert? Ach, deswegen funktioniert das nicht. Das ist ein neues Notebook. Ich tippe auf die falsche Seite. So, also was ist denn jetzt so passiert in der letzten Zeit? Also, aus meiner Sicht, das, was ich so gesehen habe, das Web hat sich so ein bisschen verändert. Es breitet sich aus. Wir haben irgendwie laufen jetzt sogar irgendwelche Anwendungen, die man auf dem Desktop hat, im Browser, in so einer Browser-Engine. Sieht man gar nicht, aber läuft da drin. Das heißt, irgendwie ist alles, das muss auf die richtige Seite klicken, irgendwie ist alles Desktop geworden. Oder? Das muss sich irgendwie so anfühlen. Wer übrigens bei den Bildern irgendeinen Hintergrund erwartet, den muss ich enttäuschen. Ich habe einfach mir gedacht, wenn einer hier drin sitzt, sich nicht traut rauszugehen, dann soll er wenigstens schöne Bilder gesehen haben. Deswegen habe ich einfach ein paar schöne Bilder genommen. So. Mit dem Anfühlen haben wir jetzt so ein kleineres Problem. Und wer den Vortrag von Lukas gestern gesehen hat, der über Animationen im Webdesign gesprochen. Er hat ja auch davon gesprochen, dass man diese Animation, diese kleinen Effekte auch dafür benutzt, eben um Performance Gaps, die man hat, zu überbrücken. Das heißt, wir haben im Grunde genommen bei dieser Client-Server-Sache, wenn wir jetzt auf PHP gucken, wenn also auf dem Server irgendwas passiert, da ist das Internet dazwischen. Das ist irgendwie nicht so ganz vorhersehbar, was da passiert. Das heißt, wir können da Latenzprobleme bekommen, da können die Antworten kommen, eben ein bisschen verzögert an. Es läuft eben alles, fühlt sich nicht mehr so flüssig an. So,
Was können wir dagegen tun? Wir können versuchen, den Client irgendwie intelligenter zu machen. Der müsste irgendwie intelligenter sein oder intelligenter werden. Das heißt, diese Idee, erstmal alles lokal auf seinem Client zu bearbeiten, das dann zum Server zu schicken, dann wird da was gemacht und dann kommt das wieder zurück, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Also nicht mehr irgendwie für jeden 15 Server anfragen, sondern vielleicht nur das benutzen oder das anfragen, was man wirklich braucht. Und da können wir vorhandene Technologien für benutzen. Zum Beispiel JavaScript. So. Ich habe was mitgebracht. Genau. Und zwar, das ist das Buch Das Beste an JavaScript. Wer schon mal ein JavaScript-Buch gesehen hat, die sind meistens so big, so breit. Das ist das Beste an JavaScript-Buch. Sehr empfehlenswertes Buch übrigens. Und habe ich einfach mal mitgebracht. Kann ja mal irgendwann reingucken, wer Interesse daran hat. So, jetzt kommt das wieder so ein bisschen rein. Ne? Alt, arrogant und eigentlich hasse ich JavaScript. Das Buch hat das ein bisschen aufgefangen. Also ein bisschen bin ich davon weg. Also ich hasse es jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe mich wirklich sehr lange dagegen gesträubt, das mit dem JavaScript irgendwas zu tun haben zu wollen. Gut, reden wir noch ein bisschen, bevor wir so auf einen mehr praktischen Ansatz kommen. Reden wir noch so ein bisschen über Tendenzen in der Softwareentwicklung in den letzten Jahren. Also zunächst mal die meiner Sicht gute Nachricht, Client-Server ist nicht tot. Also wir brauchen immer noch Server, wo irgendwas passiert, wo eben was ausgeführt wird, wo Business-Logik lebt. Das brauchen wir eben immer noch. Was man gemacht hat in den letzten Jahren ist, man hat das ein bisschen umdefiniert und hat gesagt, okay, das ist zwar der Client, und der Server ist jetzt nicht mehr ein wirklich großer monolithischer Block, sondern da haben wir irgendwelche Services, die jetzt da auf dem Server angeboten werden oder von verschiedenen Servern angeboten werden. Und das kann man natürlich entsprechend weiter unterteilen. Sprich, ein Client kommuniziert über eine hoffentlich wohl dokumentierte und definierte Schnittstelle mit einer API und bekommt dann entsprechende Ergebnisse zurück. Auch hoffentlich in einem wohl definierten Format. API ist also unsere Schnittstelle zwischen dem Client und Server. Wie macht man diesen ganzen Austausch? Ich denke, das haben die vielleicht die meisten schon mal von gehört. Es gibt HTTP-Verbs. GET kennt jeder. Das ist das, was man oben in die URL eingibt. Und wenn man irgendwas zum Server pusht, dann nennt man das POST. Und dann gibt man eben noch Daten mit zu der URL. Gibt es jetzt noch ein paar andere, da brauchen wir aber nicht weiter drauf eingehen. So, die Unterteilung dieser ganzen Sache nennt man Microservices. Alles wird irgendwie kleiner und irgendwie braucht auch alles einen coolen Namen und das ist jetzt irgendwie zumindest in den letzten 3, 4 Jahren der heißeste Scheiß gewesen, den es so gibt. Und die Idee dabei ist, dass ein Microservice eine ganz spezifische Aufgabe erfüllt. Beispiel dazu. Zum Beispiel, ein Microservice liefert dir Kategorien oder liefert dir den Titel eines Artikels. So, was kannst du damit machen? In der Kategorie, da kannst du sagen, okay, den Artikel möchte ich jetzt dir in der Kategorie zuordnen. Mit dem Titel, da kann man zum Beispiel feststellen, gibt es den Titel schon mal, kann ich dadurch Dubletten vermeiden. Und im Zusammenspiel könnte man dann sagen, okay, da kann ich jetzt sogar vermeiden, dass es Dubletten innerhalb einer Kategorie gibt, wo der Titel eines Artikels gleich ist. Auch eigentlich nicht so ein furchtbar neues Konzept. Das kennt man aus der Programmierung. Das nennt sich Single Responsive Prinzip. Und wenn man so auf Klassen in PHP guckt, nicht auf die in Joomla, dann kann man das finden. So, das ist sozusagen die reine Lehre, die sich dahinter verbirgt. Okay, also was haben wir? Ein Client kommuniziert über eine API mit einem Server, auf dem dann Services laufen. Das können natürlich auch Server mehrere sein, also Mehrzahl. Und da kommen Daten zurück. Das ist im Grunde genommen die Idee dahinter. Eine Sache macht das ein bisschen schwieriger. Das darf man da jetzt irgendwie auch nicht, sollte man da auch gar nicht
mit hinterm Berg halten. Das Deployment solcher Applikationen macht das natürlich komplizierter. Umso mehr Teile ich habe, muss ich das ja irgendwie deployen und zur Verfügung stellen. Und das wird dann alles so ein bisschen komplizierter. Und ja, gestern Abend noch habe ich mit dem David noch über diese Microservice-Thematik kurz nebenbei gesprochen. Und er erzählt irgendwie auf den Co-Talks vor 3 Jahren oder sowas, wäre Microservice in allen Munden gewesen, massenweise Präsentationen über Microservices. Und bei den neuen Co-Talks sind wohl, warum sind wir mit Microservices gescheitert und wann nutzt man keine Microservices? Man sieht, das ist alles irgendwie so in Wellen. Ja, es kommt alles immer wieder und es geht alles immer wieder und nichts. Man muss immer eben verstehen, was wann benutzen. Was haben wir jetzt für Erkenntnisse daraus gewonnen? Also zunächst mal, die ganzen Sachen sind nicht neu, die ganzen Ideen kennen wir schon in anderen Auskleidungen. Das ist es, das ist nichts Neues. Man kann sich da auch, wenn man was älter ist, wieder einarbeiten. Das funktioniert. Und was wir aber auch im Grunde genommen an Erkenntnissen daraus gewinnen können, ist, dass die Benutzererwartung hat sich verändert. Der Benutzer erwartet einfach viel schnellere Ergebniszeiten, dass das ganze System sozusagen mit ihm direkt interagiert. So. Es gibt es eine Erwartungshaltung auf der einen Seite und ein Tool auf der anderen Seite, Joomla. Wir sind auf dem Joomla-Day, also reden wir natürlich auch über Joomla. Die Frage ist ja dann, ist Joomla als Tool in der Lage, diese Erwartungshaltung zu erfüllen oder der nachzukommen? In der aktuellen Form denke ich, ist es es nicht. Also muss man ein bisschen was daran tun. Und vor einiger Zeit habe ich so ein kleines Experiment für mich gestartet. Ich bin auch ein ganz großer Laravel-Fan und in Laravel wird auch ein JavaScript-Framework benutzt. Das nennt sich Vue. Ist im Grunde genommen auch, man könnte eigentlich fast auch jedes andere Framework dafür nehmen. Ob das jetzt Angular, Ember, was weiß ich, React. Ne? Egal. Ich finde Vue auch schön und nett. Und es gibt auch noch ein bisschen einen anderen Grund, warum Vue vielleicht nicht die dümmste Idee ist zu benutzen, weil das grandiose Team um den Alain und um den David bauen nämlich den neuen Media Manager auf Vue. So, was ist denn jetzt Vue? Ganz kurzer Abriss darüber nur. Es ist reactive, das heißt, man kriegt irgendwie direkt was zurück. Es verfolgt das Konzept des Two-Way-Bindings, das heißt, wenn ich im DOM irgendwas verändere, in irgendeine Inbox-Box, dann wird das auch direkt ausgegeben. Solche Sachen. Machen aber auch Angular, machen alle anderen auch. Wird auch von ganzen Mengen Projekten, wie gesagt, schon gesagt, den Joomla Media Manager wird es benutzt und GitLab benutzt es und ich glaube noch ein paar andere. Mehr habe ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben. So, also das wollte ich benutzen, wollte ich integrieren, versuchen, damit zu arbeiten. So, ich will. Ich habe in einem Projekt eine Komponente, das ist eine Jobbörse für die PR-Branche, sehr spezialisierte Jobbörse. Und die Jobbörse ist schon, oh Gott, 5, 6 Jahre alt oder sowas. Die ist also schon, auch die Komponente ist auch schon so alt. Die funktioniert eben noch dem alten System: Formular abschicken, verarbeiten, was zurück abschicken und so weiter. Das funktioniert auch einigermaßen, aber ich habe mir gedacht, man könnte es ja vielleicht ein bisschen schöner machen, einfach mal ein bisschen mehr direkte Rückmeldung geben den Leuten. Und das ist im Grunde genommen der Haupt- oder der Einstiegspunkt gewesen für dieses Experiment. Und die Komponente kann natürlich auch ein bisschen was, die nutzt, so nutzt zum Beispiel relativ exzessiv die JForm-Klasse. Und man kann die Formulare sozusagen auch konfigurieren. Das sind alles Sachen. Was wollte ich besser machen?
Zunächst mal, wer Genform kennt und wer Fehlermeldungen zurückgeben will, der weiß, dass man zwar die Fehler ausgeben kann, normalerweise glaube ich die letzten drei oder sowas werden ausgegeben, die kannst du dann irgendwo oben einblenden. So, ich wollte aber gerne, dass diese Fehlermeldungen in dem entsprechenden Kontext angezeigt werden. Also wenn ich ein Titelfeld habe, dann möchte ich auch unter dem Titelfeld stehen haben, dass der Titel notwendig ist. So. Dafür muss ich übrigens den Core hacken, aber egal. Ich wollte so ein paar Berechnungen im Frontend machen und ein bisschen schöneren File-Upload. Ja, das ist im Grunde genommen das, was ich machen wollte. So. Ich nutze die Tastatur und nicht mehr dieses Ding. Also, kleine Demo dazu. Ich zeige euch jetzt mal, dass ein Teil des Endprodukts, also was dabei rausgekommen ist. So, Demo. Demo-Time, das ist immer das Beste. Mal gucken. Das ist jetzt nicht übers Internet. Oh ne, komm, jetzt mach mal einen Test. Das tust du mir jetzt nicht an, oder? Ah! Also wir sehen nichts. Oh, ihr seht nichts. Dann habt ihr gar nicht mehr. Dann, dass ich hier so schwitze war, dass gerade irgendwie das in gar nicht mehr da war. Warte mal. Okay. Sorry. So Fullscreen machen. Ich hab den Ausschnitt hier angepasst. Okay, warte. Dass die Seite anreichen soll. Meinst du? Okay. Gut. Das ist also im Grunde genommen das Formular. Ne? Titel, man kann hier so einen Bereich auswählen, Agenturen, bla 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 bla. Kann so Kurztext eingehen, Anzeigentext, nochmal irgend so ein Shorttext, man kann hier so ein Logo holen. Dass hier Cloud Update steht, der Zeichensatz ist irgendwie online eingebunden. Ne? Das heißt, und da ich gerade kein Internet habe, funktioniert das nicht. Ist normalerweise ein schönes Symbol. Hier gibt es noch ein paar mehr Felder zur Stadt. Hier unten gibt es so eine Buchungsoption. Ne, da gibt es also einen Grundpreis. Bei Agenturen ist 400 Euro. Und wenn ich jetzt hier hochgehe und mache irgendwie Unternehmen, pass auf, das ist jetzt genau der gleiche. Ja, natürlich. Da. Das ist bestimmt billiger. Oder ein Tat-Trainee. So, okay, 220. Wenn ich jetzt hier draufklicke, verändere das, dann kommt der, seht ihr hier unten, der Preis wird also ein bisschen höher und so weiter. Da muss ich hier noch der Kostenübernahme zustimmen. Jetzt schicke ich das einfach mal so ab, spaßeshalber. Und dann seht ihr zum Beispiel hier, Feld benötigt Kostenübernahme, das heißt, da muss noch was eingeben. Hier oben. Feld benötigt Postleitzahl, Straße und so weiter. Na, hier oben der Titel. Das heißt, man bekommt jetzt hier quasi immer direkt in dem Kontext gezeigt, was soll ich jetzt da tun. Das kann man natürlich noch schöner in Rot und was weiß ich alles machen oder sowas, aber das war im Grunde genommen die Idee, die Fehlermeldung im Kontext eben anzuzeigen, damit die Leute eben wissen, ah ja, okay. Ne? Schickst du das dann in JFrom ab, validierst das und gibst dann die PHP-Geschichte? Das zeige ich gleich noch. Das zeige ich noch. Also ich zeige jetzt erstmal, wie es funktioniert. So, und gleich zeige ich, wie ich es gecodet habe und welche Probleme dabei waren. Und dann noch, wie man selber anfangen kann und dann bin ich durch. Okay. So. Genau, so funktioniert das Ding. Und wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen gibberisch eintrage. Ja, wo ich mein Bild hochladen. Ups.
Jetzt stimme ich der Kostenübernahme noch zu. So, und jetzt kann man sehr gut sehen, dass das noch nicht ganz fertig ist, ne? Weil eigentlich habe ich das jetzt nämlich wirklich auch zum Server geschickt, ne? Und habe was zurückbekommen. Was diese Komponente macht, die nimmt sich die Felder, also diese Formularfelder, und da gibt es ein Template noch, was dahinter hängt. Und in diesem Template werden die Formularfelder sozusagen ersetzt. Und dadurch wird ein Artikel generiert. Das Charmante daran ist, dann hat man es direkt in der Artikelverwaltung und da braucht man nicht mehr irgendwie noch eine Tabelle oder sowas zu machen. So. Ist im Grunde genommen Useem Pro Lite. Very light. Okay, und jetzt müssen wir das hier nochmal wirklich zum Glossenfrischlichen bestellen, nochmal wegschicken. Oder man kann den zurückgehen und die Anzeige verändern. Das ist im Grunde genommen der Weg, der da abläuft. So, dann lass uns doch mal schauen, ob ich denn jetzt wieder hier zurückkomme. Was denn jetzt diese blöde Präsentation hin? Ah, da. Super. Okay, das war der erste Teil der Demo. So, kommen wir zu den offensichtlichen Problemen, die wir damit haben. Wer entwickelt hier in dem Raum Komponenten oder hat schon mal eine Komponente entwickelt? Okay. Gut, dann kennt ihr auch alle JForm das wird da eben benutzt, um das Formular. JForm, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine XML-Definition eines Formulars. So, und dieses Formular kann man dann eben darstellen lassen, rendern lassen, da kann man gegen eine Validierung laufen lassen, macht im Grunde genommen JForm. So, damit das aber mit dem JavaScript auf dem Client zusammenläuft, muss ich natürlich dem Client in irgendeiner Weise auch sagen, was habe ich denn da überhaupt für Formularfelder? Also muss ich quasi aus diesem quasi PHP namens Kontext meine Informationen in einen lokalen, ich sage es mal, JavaScript-Kontext übergeben. Erste Aufgabe. Das JavaScript muss natürlich, weil es läuft ja nur auf dem Client, irgendwie auch wissen, was denn jetzt irgendwie fehlgelaufen ist, also wo jetzt die Fehler drin sind. Also die muss ich auch irgendwie an das JavaScript übergeben. Und ich muss eben mit einer API kommunizieren in irgendeiner Weise. Das stellt sich dann die spannende Frage, was nehmen wir denn da für URLs? Also wer die URLs bei Joomla kennt, die haben dann, wenn sie jetzt keine SEF-URLs sind, die haben dann irgendwas mit Option gleich, Komponentenname, View, Task, bla bla bla, irgendwie sowas in der Gegend. Und hier muss man natürlich überlegen, was kommt zurück. JSON, sinnvollerweise, wenn man mit einer API kommuniziert. So, nächster Demo-Step. 26, okay. Jetzt kannst du nicht sehen, ne? Moment, siehst du nichts. Ich glaube, der einfachste Weg ist jetzt, dass was denn die Monitoranstellung? Erzählen, was nicht aufgeht. Oh, cool. Danke. Monitor und Sinn.
Hat er das jetzt wieder ausgemacht, oder? Nee, aber du hast wahrscheinlich Schreibtische auf und jetzt wird dir nur einer einen Schreibtisch aufgezeigt. Mit drei Fingern über den Touchdruck, dann kannst du die Schreibtische ja nicht erschienen. Ey, Mann! Aber ich habe das synchronisieren gemacht. Warum zeigt die mir denn nicht das gleiche Bild an? Macht doch keinen Sinn, oder? Bin ich jetzt blöd? Ist da was? Mach das doch anders. Ah, das ist jetzt auf deinem Bildschirm auch, oder? Nee. Meine Güte. Okay. Ich könnte mal diesen... Präsentenmut. Okay, jetzt sind wir gerade hier. Machen wir es einfach in irgendeiner, Reihenfolge. Ich habe mir überlegt, man muss ja irgendwie mit dem über die API kommunizieren. Und da habe ich mir so eine kleine, einen Controller für geschrieben. Und der bindet jetzt entsprechend diese ganzen Funktionen. Der hat wie jeder Controller so einen Execute-Test. Da wird so am Anfang so ein Check-Access wird da gemacht. Und dann mache ich das je nach Methode, die es dann eben gibt. Hole ich mir die raus, hänge den Task da dran und brauche dann im Grunde genommen für jeden API-Request nur eine Methode zu machen, die Method heißt und wie der Task ist. So habe ich mir das ein bisschen strukturiert, damit ich dann kein riesen Switch-Statement habe. So, dann holt man sich eben Token und warte mal kurz gucken. So, das hier ist die entsprechende Preview-Methode. Für die Leute, die es jetzt nicht wissen, man holt sich also ein Model, man holt sich das Formular. Und dann geht das eben über das Validate und holt sich die Errors. Und hier irgendwo hier unten, da wird es eben zurückgegeben als JSON Response. Und dann noch einmal True und dann ist das Thema durch. So, so funktioniert das, im Grunde genommen. Jetzt zeige ich euch noch den Hack. Nein, bitte nicht. Die. Okay. So. Was Joomla normalerweise macht, ist, dass es die ganzen Errors in ein Array reinschreibt. Und da kommt auch noch ein Pull-Request. Das baue ich irgendwann nochmal in den Core ein. Was mich immer daran gestört hat, dass ich nie feststellen konnte, okay, das ist zwar eine Fehlermeldung, aber zu welchem Feld gehört denn jetzt diese Fehlermeldung? So. Und das habe ich jetzt in dem Fall hier... ja, ist nicht wirklich ein Hack. Ich lade einfach die Klasse ein bisschen früher als die JForm-Klasse und deswegen habe ich da gewonnen an der Stelle. Die einzige Änderung, die ich im Wesentlichen gemacht habe, ist das hier unten. Da stand vorher gar nichts drin und da habe ich jetzt einfach nur das Name des Felds reingeschrieben. Und hier bei diesem Valid kommt eben, wenn das eine Exception ist, kommt eben da auch die Fehlermeldung bei raus. So, ist jetzt eine... Finde ich eigentlich eine ganz nette Ergänzung dazu. Das wird natürlich nicht vor 3.9 kommen, aber weil es irgendwie eine Änderung in der API ist, von daher, da müssen wir jetzt leider noch warten. Gut, dann, das ist die API-Kommunikation im Wesentlichen.
Und ihr könnt sehen, das ist so hier ein API Raw PHP. Das heißt, die URL muss am Ende eben auch Format gleich Raw haben, damit wirklich diese Sachen zurückkommen. Und dann kommt eben auch nur das zurück, was da ist. Das wollte ich nicht gerade fragen. Ja, du hast, ich hab schon gehört, ich habe das Exit bei dir schon gehört, ja, was da fehlt, wenn man es anders macht, ja. Nee, so kannst du es machen, ohne eben, ja. Kann ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Wird der richtige Response-Header gesetzt? Also, ja. Ja? Okay. Ja, wird richtig gesetzt. Ich hoffe. Also ich Status-Code? Ja, wird gesetzt, ja. Oder sowas. Oder? Und dann rufst du halt Controller gleich und dann eben API auf. Die zeige ich gleich, die kann ich gleich mal zeigen. Auch nochmal eine Frage. Grundsätzlich kann ich die Core-Klassen irgendwie überschreiben? Jo. Wenn du schnell genug bist, kannst du das. Du kannst Core-Klassen, also der ja, nicht im Sinne von. Du kannst die nicht überschreiben. Punkt. Das kannst du nicht. Du kannst die nur, der Loader lädt die Klasse nur dann, wenn sie nicht schon im Namespace bekannt ist. So. Wenn du jetzt mit deiner Klasse, die genauso heißt, vorher sozusagen da drin bist und die Klasse vorher geladen hast, dann lädt der Loader die andere Klasse nicht mehr und du kannst das so machen, wie du das willst. Aber dann muss ich die komplette Klasse kopieren und ich kann nicht nur sagen, okay, ich extende eine Klasse und tu nur die eine Funktion überschreiben. Doch, du kannst sie auch extenden, klar. Natürlich. Ja, aber dann lädt der Core die ja nicht, sondern nur für meine Applikation. Genau. Ja, na klar, nur für deine Applikation. Ja gut, aber es gibt, das meine ich halt, es gibt keine Möglichkeit, dass ich dem Core sagen könnte, ich möchte gerne haben. Doch, das auch. Du kannst es in einem System-Plugin machen, dann läuft es immer. Okay. Kannst du da kommst du ja so früh in die ganze Verarbeitung rein. Das Einzige, was du nicht ersetzen kannst, ist JDocument, weil das kommt noch vorher. Und JFactory. Aber dann und noch ein paar andere das, Klassen. Das, was sie jetzt dort halt gemacht haben, dann kann ich das quasi beim System-Plugin machen und dadurch quasi die Funktion belegen und dann wird die nicht nachgeladen. Genau. Ja. Da macht man sich extrem viel Freunde im Supportbereich mit. Ja, das ist mir klar. Das ist mir klar. Ja, das muss, da muss man natürlich, also wenn du das bei deiner eigenen Seite machst, die du selber betreust, dann würde ich sagen, okay, mach das ruhig. Aber wenn du das irgendjemand anders übergeben musst und der muss dann irgendwie rausfinden, dass es da irgendwo noch von den 27.000 Plugins, die auf dieser Seite geladen werden, ein System-Plugin eine Kasse so umdreht, bis du das da mal gefunden hast, da... Ja, wie war das? Wir wollen doch unentbehrlich sein für unsere Kunden, oder? Also die Jumla wird genau das Problem mitzählt. Einfach zum Beispiel Laden von Forum ist dann ein Service, den du überschreiben kannst. Und dann kann ich meinen eigenen Service dazu schreiben. Genau. Also ah, perfekt, okay. Das wird cool, okay. Mit Jumla 4 wird alles besser. Das wird wichtig. Ja. Gut, okay. Ich glaube, jetzt habe ich so. Ich habe 45 Minuten Zeit, ne? Ja. Boah. Okay. Dann zeige ich mal kurz. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Sachen überschreiben müssen, dürfen. Also hier das zum Beispiel. Das macht die Validation hier, ne? So. Ich habe also hier so ein und wer diese ganzen JavaScript-Frameworks kennt, die nutzen dann meistens irgendwie so komische Attribute an irgendwelchen HTML-Sachen. Und das Ding heißt wie Text, wie if, ne? Und da gibt es eben ein paar, da greife ich eben hier auf so gewisse Klassen rüber. Diese ganze JavaScript-Form-Handling habe ich in der eigenen JavaScript-Klasse gemauert und die lade ich dann auch irgendwo. Das heißt, der eigentliche Code der von der View-Komponente ist relativ schmal. Und hier oben sieht man eben auch, das ViewModelForm, da ist eben das Formfeld drin und so. Habe ich dann sozusagen die Informationen, die ich brauche. Dafür. Was haben wir denn sonst noch? Okay, dann das hier. Das kann man bestimmt viel besser machen. Und es gibt sogar eine Funktion, die heißt die JavaScript Options oder sowas. Gibt es sogar, wo man, da kann man eben Variablen im PHP als Options im Content ausgeben lassen. Und die kommen dann eben im Skript da raus und dann kann man die sich wieder rausgrabben. Ich habe das in dem Fall ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir die Daten irgendwie alle ein bisschen zusammen gebastelt und habe dann hier unten so eine
ja, auch ein Objekt mir gebaut und habe das einfach zusammengebaut. Bist du jetzt gerade in der View oder wo bist du jetzt gerade? Ich bin in der View, ja. So. Das kommt dann einfach hier irgendwo als AdScript Declaration kommt das eben raus. So. Nix. Jetzt nichts wirklich Wildes. Ja, das kann man schöner machen, aber das war die Lösung, die mir zuerst eingefallen ist. Dann habe ich mich nicht mehr selber hinterfragt. So. Jetzt sieht man hier den View von dem Formular. Ne? Da ist noch ein bisschen was mit Dropzone. Da wird dieses GS Values da reingemacht. Das ist das Problem, weil ich diesen Icon nicht habe. Und hier sieht man dann eben im Grunde genommen, ich habe eine Form aufgebaut und sage aber, der Hauptevent, der da ist, der wird einfach nicht mehr gefeuert, sondern das macht mein JavaScript. So, und das ist in dem Fall onPresubmit. Und dieses KeyDown, da kommen wir aber nicht mehr zu, ist dann dafür, wenn du in dem Feld irgendwas eingibst, dann wird der Fehler darunter gelöscht. So, damit du dann eben irgendwie auch die Fehler irgendwann mal weg hat, wenn die da drin sind. Bei einem einfachen Feld, wo man nur was eintragen muss, ist das vielleicht ein bisschen einfacher zu übersehen. Aber ja, so. Nichts wirklich Wildes hier. Ich gucke eben immer, ob die ganzen Felder es gibt und render das entsprechende Formular. Das mache ich eben aus dem Grund, weil ich nämlich in meiner Komponente über die JForm-Klasse auch gewisse Felder ausblenden und einblenden kann. Und deswegen muss ich irgendwo an irgendeiner Stelle mal gucken, muss ich dann überhaupt ausgeben oder nicht. So. So, und jetzt gucken wir noch kurz in die Ja, ich hab's, ich weiß, ich kann ja auch da lesen. So. Also das, der gesamte Code für diese Komponente, die ihr gesehen habt, sieht da, sind 163 Zeilen. Wie ihr seht, habe ich das alles sehr gut dokumentiert. Von daher ist das wirklich der Code, der da drin ist. Und hier sieht man eben zum Beispiel so einen entsprechenden API-Aufruf. Ne? So, das ist genau der eine API-Aufruf, der Task API Preview Format Raw und da bekomme ich eben die entsprechenden Daten zurück. Wird dann Ajax Request gemacht und dann, falls das dann erfolgreich war, also wenn diese Promise eintrifft, dass dann was zurückkommt, dann kommt der Send-Zweig und dann leite ich einfach auf eine andere Seite weiter. Und ansonsten wird das einfach ins Log geschrieben, gecatcht und wäre natürlich noch schöner, wenn man noch ein paar andere Sachen machen wird. Aber eigentlich erwarte ich an der Stelle mit der API-Verbindung hoffentlich keinen Fehler. So. Was gibt es da sonst noch irgendwas? Das nur vom Upload hier. Ja, ist alles im Grunde nur so ein bisschen Daten hin und her handling, hier ein bisschen berechneten. View hat diese nette Sache mit Computed Properties. Das heißt, diese Property nimmt genau den Wert hier an. So kann man solche Sachen machen. Eigentlich ganz nett. Und wenn du jetzt das abgeschickt hast, dann zeigst du ja nochmal so eine Voransicht an, was du abgeschickt hast im Template. Genau. Dass dein Array eben gerade da war. Ja. Und da hast du wahrscheinlich einen HTML-Code mit Platzhalter, die du dann einfach mit übersetzen lässt mit den Variablennamen, die abgesendet worden sind, ne? So ist das geplant. Also eigentlich möchte ich ganz gerne, weil der macht auch das ganze Rendering von dem Artikel, eigentlich möchte ich ganz gerne dann entsprechend dem Benutzer das so anzeigen, wie der Artikel dann letzten Endes in der Jobbörse aussehen würde. Da ich alle Informationen habe und auch alle Daten vorhabe, kann ich das relativ einfach machen. Ja, man kann es aber gut benutzen, zum Beispiel dann ja auch in so einem Formular die abgesendeten Daten, um anzuzeigen, willst du das wirklich abschicken oder willst du nur bearbeiten? Das ist genau da so gemacht. Also ich hatte noch keine einzige, in den ganzen 5 Jahren hatten wir noch keine einzigen Spam-Anzeige auf dem Ding. Also eben immer, weil wenn du irgendwie das direkt abschickst zum Server, dann hast du ja immer irgendwelchen Schrott, der kommt dann irgendwie an. Wenn du das zweistufig machst, passiert das fast nie. Und du speicherst, dann verlässt er die Seite, dann musst du die Form-Data, musst du ja immer zwischenspeichern. Session? Wird die Daten werden in der Session gespeichert. Okay. Hat jemand mit Set-State eben mal irgendwie Genau. Wird alles in der Session gespeichert und dann habe ich noch irgendwas, was ich noch zeigen wollte. Mal kurz im Nachdenken.
So, warte, ja, kurz gucken hier. Hä? Fenster sammeln? Geh auf. So, was habe ich denn jetzt hier? Also so geht es im Grunde genommen los, wenn man das macht. Diese ganzen Sachen haben ja eben... ich habe vor kurzem einen Tweet gelesen, irgendwie früher wurden noch richtige Sachen im Internet gemacht und heute sind irgendwie 90% des Traffics NPM-Update. Sieht man eben da, also wird einfach install. Ne? Ich habe jetzt in dem Fall Webpack benutzt, um das zu machen. Das macht dieses ganze Packingen und die kompiliert die Dateien, damit es eine JavaScript-Datei am Ende ist. Und dann. Global View CLI benutzt du dann auf deinem normalen MacBook global installiert. Genau. Und hast du dann in deinem Components Ordner ein Package-JSON, wo du alles deklarierst, die Dependencies? Das zeige ich dir. Also deklariert wird es dann, dann im Grunde genommen. Also du machst das dann, ich sehe schon, das ist so eine Demo mit meinem Project CD und. Das ist hier. Wow. Nachdem wenn es groß ist. Media, hier, da ist diese ganze Formular-App drin, ne? Und da ist auch die Package-JSON drin und so weiter. Das sind also alle Dateien, die ganze Webpack-Config und so. Das, was du dafür brauchst. Das ist da. Das liegt also dann wirklich in dem entsprechenden Verzeichnis. So geht das dann los. Vielen Dank. Auf den Punkt.